liebe Zuschauer, falls Ihnen heute irgendetwas die Petersilie verhagelt hat, kommt dieses fröhliche Liedchen genau zur rechten Zeit, denn es wird Sie garantiert aufmuntern. Dass es dieser gute Launemacher in eins meiner Lernpakete geschafft hat, verdanken Sie übrigens einem Kundenwunsch. Ich hoffe, Sie hatten auch ein bisschen Spaß an meinem selbsterdachten mexikanischen Kaktus. Das wäre doch vielleicht auch mal was fürs Partybuffet, oder? Doch nun zu unserem Musikstück. Eigentlich ist der Originalsong ja in S-Dur gesetzt. Aber ich wollte es Ihnen nicht antun, dass Sie im Vers mit 3 und im Refrain sogar mit 4 Bs kämpfen müssen. So habe ich mich für F-Dur entschieden, also 2 Halbtöne höher. Da ich manche Akkorde in dieser Tonart allerdings für die 61 Tastenspieler nicht untergebracht hätte, musste ich den Splitpunkt etwas nach oben setzen. Das Stück ist ja irre schnell, eigentlich noch deutlich schneller als in meinen Registrierungen. Wie schnell Sie dieses Stück aber tatsächlich spielen, sollten Sie von Ihrem Spielvermögen abhängig machen. Ich habe deswegen diesmal nur in der ersten Registrierung das Tempo abgespeichert. Wenn Sie dieses ändern, bleibt es also durch das ganze Musikstück bestehen. Übrigens, es ist immer besser, ein Stück in langsamem Tempo gut spielen zu können, als es im schnellen Tempo fehlerhaft runterzuschlappen. Damit tun Sie sich keinen Gefallen. Was lernen Sie diesmal hauptsächlich? Beispielsweise, was ein sogenannter Crash Chord ist. Dann den Umgang mit Pausen. Dann die linke Hand auch mal rhythmisch einzusetzen. Dies empfehle ich Ihnen aber erst, wenn Sie das Stück richtig gut können. Und dann kommen noch jede Menge Akkorde auf Sie zu. Aber genau das macht es aus, dass dieser Ohrwurm nicht 0815 klingt. Und zu guter Letzt sind es noch ein paar Schaltvorgänge, die gut geübt werden möchten. Aber wie gesagt, Sie haben es in der Hand, wie schnell Sie das Stück spielen, und dementsprechend hoch ist dann der Schwierigkeitsgrad. Vielleicht haben Sie "Oh je" gedacht, als Sie die schnelle Einleitung gesehen haben. Sie ist eigentlich nicht sehr schwierig, nur eben schnell. Also, Tempo runter, wir schauen uns den Lauf einfach mal langsam an. Wichtig ist, dass Sie ihn akzentuiert spielen, also mit kurzen Noten. Im Unterschied dazu, das wäre jetzt nicht so optimal. So, das Ganze jetzt aber langsamer, dass Sie es auch mitkriegen. Ach ja, Entschuldigung übrigens wegen dem Fingersatz, den ich benutze. Musiklehrer werden sich nicht sehr darüber freuen, dass ich die B-Regel missachte. Die besagt, dass bei einer Dur-Tonleiter, in der der Ton B vorkommt, immer der Ringfinger das B spielen soll. Aber ich fand es für diesen Lauf wesentlich einfacher, beim Übersetzen den Mittelfinger zu benutzen. Aber Sie können das ja wesentlich besser machen. Nochmal. Dann übersetzen wir nach unten. Und dann zum Schluss noch den Zeigefinger drüber. Und nochmal. Und noch schneller. Schneller. Und dann kommt noch die linke Hand dazu. Sie spielt aber jetzt noch nicht mit dem Style, sondern hält erstmal das C rechts vom Splitpunkt fest. Dies so lange, bis die rechte Hand ihren Lauf fast zu Ende gespielt hat und auf dem G ankommt. Und dann spielen beide Hände zeitgleich die linke Hand den F-Dur-Akkord und die rechte spielt den letzten Ton, auch das F. Damit wird dann die Akkordbegleitung auch gestartet. Wichtig ist bei der Einleitung, dass Sie ganz genau im Takt bleiben, notfalls anfangs das Metronom zu Hilfe nehmen,
denn sonst verpassen sie den Taktanfang und die Akkordbegleitung startet zu spät. Die Akkordgriffweise und auch die Instrumentierungen habe ich so ausgesucht, dass man möglichst wenig springen muss. Bei den Akkorden helfen Ihnen ja auch immer wieder die Angaben in meinen MIDI-Files, denn es steht bei fast jedem Akkord da, mit welchen Tönen man ihn am besten greift. Sie sollten im Video gut hinsehen, mit welcher Hand ich die Registrierungen umschalte. Dazu bleibt da wenig Zeit und so muss hin und wieder auch mal die linke Hand einspringen, beispielsweise beim Wechsel von der dritten auf die vierte Registrierung. Das ist meiner Ansicht nach auch eine der schwierigsten Stellen im ganzen Stück. Jetzt schauen wir uns mal die Akkordfolge von Takt 52 bis 54 genauer an. G7, D7 und C7. Eigentlich ist das D7 nicht zwingend notwendig. Und falls es Ihnen Schwierigkeiten bereitet, lassen Sie diesen Akkord einfach weg. Denn er leitet ja lediglich zum C7 hin. Und zwar durch diese Halbtonverschiebung, die halt besonders fein klingt. Also spielen Sie, wenn es einfacher werden soll, einfach G7 und C7. Schwierig fand ich auch den Übergang vom Refrain ins zweite Intro, also da, wo Sie von der Registrierung 7 auf die 8 wechseln. Falls Sie das Tempo langsamer gestellt haben, wird mit dem Intro der 8. Registrierung Ihr Tempo beibehalten. Anders als bei Registrierung 1. Sie kommen im Refrain mit Registrierung 7 so an. Die Stelle, um die es sich jetzt hier handelt, geht ab dem Takt 105 los und ich schalte jetzt hier mal den Style und das Multipad aus, dass ich es langsamer spielen kann. Danach schalten Sie auf die Registrierung 8 um und die rechte Hand spielt jetzt nur noch zwei Töne. Zeitgleich mit dem zweiten Ton spielen Sie mit der linken Hand einen Akkord, der eigentlich gar keiner ist. Vielleicht haben Sie den Namen Crash Chord oder die Abkürzung CC schon mal gelesen. In der AI-Fingered-Griffweise ist es so, dass mit so einem Akkord bei laufendem Style alles bis auf das Schlagzeug ausgeschaltet wird. Dies geht, indem Sie drei genau nebeneinander liegende Töne miteinander anschlagen. Beispielsweise also das C, das Cis und das D. Starten Sie jetzt mal den Style und spielen einen Akkord. Und dann greifen Sie drei genau nebeneinander liegende Töne. Sie werden hören, alles bis auf das Schlagzeug wird so lange ausgeschaltet, bis Sie den nächsten Akkord anschlagen. Wir üben diese Stelle jetzt einfach ein paar Mal. Beginnen also mit der Registrierung 7. Ob Sie die Registrierung jetzt lieber mit rechts oder mit links umschalten, das sollten Sie einfach ausprobieren. Was jetzt nach dem Crashchord kommt, also mit der Registrierung 8, ist genau das gleiche, was Sie schon zu Beginn des Musikstücks gespielt haben, mit einem kleinen Unterschied. Die linke Hand spielt vor der rechten Hand diesen Ton C. Und dann kommt wieder der gemeinsame Einsatz. Und dann geht es wie zu Beginn wieder weiter, also mit der Registrierung 2. Und ich spiele jetzt einfach mal den ganzen Abschnitt nochmal.
Diese Stelle werden Sie sicher einige Male üben müssen. Mir ging es nicht anders, falls Sie das beruhigt. Das ganze Stück wird dann identisch wie beim ersten Durchgang gespielt und hintendran kommt dann als Schluss lediglich noch dies. Dann noch zum Refrain. Er geht ja so los. Der Sänger hält dann im Originalsong den Ton und die Begleitband stoppt. Wie Sie in meinem Video vielleicht gesehen haben, drücke ich an dieser Stelle die Synchro-Start-Taste, um die Begleitung ebenfalls zu stoppen. Doch über mehrere Takte hinweg den Takt zu halten, ist gar nicht so einfach. Das Taktbällchen im Display, das ist auch keine so richtige Hilfe, weil es aufgrund des hohen Tempos sehr schnell hüpft. Falls Sie Wiederholschwierigkeiten haben, wieder an der richtigen Stelle mit dem Style einzusetzen, empfehle ich Ihnen, ihn gar nicht zu unterbrechen. Lassen Sie ihn also einfach in F-Dur weiterlaufen. Das vereinfacht diese Stelle ganz erheblich. Wenn Sie das Stück dann irgendwann richtig gut können, sollten Sie mal versuchen, ob Sie mit der linken Hand vielleicht auch mal was Rhythmisches reinbringen können. So können Sie die Begleitung noch bereichern. Wenn Ihnen das schwerfällt, können Sie beispielsweise die Akkorde ganz gleichmäßig in halben Noten setzen. Tja, soweit zum Lernstoff dieses Musikstücks. Als ich es geübt habe, ist mir übrigens aufgefallen, dass sich die Instrumentierungen diesmal nicht nur dafür, sondern auch besonders gut für Musicals, Operetten und klassische Galopps eignen. Es passen beispielsweise alle Stücke, die Sie normalerweise mit dem Showtune-Style spielen würden. Eventuell müssen Sie allerdings noch das Tempo etwas reduzieren. Aber probieren Sie auch mal typische Dixieland-Stücke wie Oh When the Saints. Sie werden staunen, wie die plötzlich klingen. Aber durchaus interessant. Und das wär's dann auch schon. Ich wünsche Ihnen wie immer ganz viel Spaß und Erfolg beim Üben und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hello there. If today happens to be a bad hair day for you, here comes a happy song just in time to help cheering you up. The reason this happy tune made it into one of my learning packages is, by the way, thanks to a customer request. I hope you too had some fun with my self-invented Mexican cactus. Maybe that could be something for a party buffet? But now to our song. Incidentally, the original is in E flat major. But I didn't want that you need to fight in the verse with 3 B flat and in the refrain even with 4 B flat. Thus, I have decided to use an F major, so 2 semitones higher. Since many of the chords in this tone range wouldn't fit in for our 61 key players, I had to set the split point a bit further up. The song is super fast, actually even much faster as in my registrations. How fast you want to actually play this song should be subject to your own playing skills. This time I have saved the tempo
only in the first registration. If you change the tempo, it will remain throughout the entire song. By the way, it is always better to play a song well with a slow tempo as opposed to using a fast tempo playing wrong and sloppy. With the latter, you won't do yourself any favors. What do you learn this time, you ask? For example, what is a so-called crash chord? And the handling of breaks? Then use the left hand at times for rhythms. This I recommend only then when you are getting very comfortable with this song. And a lot of chords will come your way, but that's exactly what makes this catchy tune sound different from the usual run-of-the-mill. And at last, but not at least, there are a few switching actions that need practicing. But as I said already, it is up to you how fast you play this song, and consequently it is what determines the level of difficulty. Maybe you thought, oh no, when you noticed the fast-paced introduction. It is actually not very complicated, just quite fast. So, reduce the tempo, let's look at this part in slow motion. By the way, I'm sorry about the fingering I will use here. Music teachers will not be pleased that I don't use the B-flat rule. That means always to put the fourth on the B-flat. But I found it much easier for the scale, which is coming now, to put the third on the B-flat. But you can make it much better. It's important that you play accentuated here, using short notes. Compared to that, that was not quite that optimal. Okay, now again, but slower, so you can better follow it. Start like that, then put the third on the B flat and continue to play like me. A bit faster. And faster. And faster. And then the left hand joins in. It does not yet play with a style, but only holds the note of C for now, the one to the right of the split point. This up to the point where the right hand plays G. At the same time, the left hand kicks in with a F major chord, which activates the accompaniment. It is important with the intro that you maintain the beat. If need be, let the metronome help you there. Else you will miss the bar start, and the chord accompaniment will start too late. The chord fingering and also the instrumentations I choose in such way that one has to jump around as little as possible. For the chords, again find their information in my MIDI files. As for almost every single chord, they describe which notes to finger. Watch carefully in my video which hand I am using to change the registrations. For example, when changing from the third to the fourth registration. This is, in my opinion, one of the most difficult parts in this song. For the chord sequence from bar 52 to 54, we will take a closer look here too. G7, D flat 7, C7. D flat 7 is not terribly necessary. And if it causes you some complications, then simply leave this chord out. As it is just a transition to C7, using a half tone shift
which makes the sound very elegant. To make it easier, just play G7, C7. Most difficult, I felt, was the transition from the refrain to the second intro, where you change from registration 7 to 8. If you set up the tempo to a slower pace, the intro using registration 8 will maintain your tempo, unlike with the registration 1. You arrive in the refrain with registration 7 like this. Our song position is bar 105 now. I switch off style and multipad that I'm able to play this part slower. Switch at this point over to 8, then play the notes B flat and C. And with your left hand, you're playing now a chord, which in reality isn't one. Maybe at one point you have heard the name crash chord or the abbreviation CC before. When using AI fingering, it is so that with such a chord, while the style is playing, everything will be turned off except for the percussion. This by fingering three exactly adjacent notes at the same time all together. For example, C, C sharp, and D. Start one of the styles and then simply play a chord. And now finger three exactly adjacent notes with your left. Now listen. Everything except for the drums is muted until the time you finger the next normal chord. Let's practice this tricky part a few times. We start with registration number 7. Prefer to change from registration 7 to 8 with right or left hand? Just try it. And now everything that comes after the crash chord, so from registration 8. But with one little difference. The left hand plays the C before the right joins in. Then both hands play together. With the second registration, we continue on with the second verse. Okay, I'll play the entire part here again in one go. This part you will likely need to practice a few times. I had to do the same, if that makes you feel better. The entire song continues on just identical to the first round, and after that comes just this one here. As for the refrain, it starts out with this. The singer holds the note in the original song and the band stops. As you can observe in my video, I am pressing the synchro button to stop the accompaniment as well. But to keep the beat steady over multiple bars is not quite that easy. The beat bubble in the display is not much of help either, because due to the fast pace, it moves very quickly. Should you continue having a hard time to initiate the style at the correct position, I recommend that you don't bother interrupting the style. Let the style just move along in F major in that case, which will make things much easier.
Once you get the hang of the song and are confident, you can start trying by using your left hand to introduce some rhythm to your play. This is how you can enrich the accompaniment. If you're struggling with this, you can, for example, play the chords quite evenly using semitones. Okay, so much for the learning part of this song. While I was practicing, I noticed that the instrumentations this time not only work for this song, but they also work very well for musicals, operettas, and classical galops. All songs, for instance, that you would usually use with the show tune style work very well with this. However, you may have to reduce the tempo a bit. Or try, for example, some typical Dixieland songs like Oh When the Saints. You will be surprised how different they suddenly sound, but quite interesting. Here are just a few title ideas quickly. And that's it for now. I wish you a great time and lots of fun with this lively song, and bis zum nächsten Mal. Tschüss!